Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Portia. So, wir sind gerade dabei, hier große Umbaumaßnahmen zu machen, weil wir hier ganz viele Sachen brauchen, die alle scheiße zu bekommen sind. Deswegen sind wir einfach so nett und machen den Aktivierungschip für die andere, dass die dann wenigstens schon mal Ruhe gibt. Und den anderen holen wir uns morgen und machen das dann morgen fertig. So, dann legen wir mal ganz kurz dieses Holz weg. Und Vitale kann man auch mal wegtun. So, Kupferspulen. Muss ich aufteilen. Ich brauche nämlich nur drei. So, das heißt, es sollte jetzt einmal alles für Merlin haben. Dann gehen wir mal zu Merlin. Das andere Teil da hinten braucht er eh noch ewig. Aber man hätte auch den unkomplizierten Weg nehmen können, aber der war halt nicht so spannend. Und ich finde, wir brauchen hier ein bisschen mehr Herausforderung. Jetzt seht ihr mal, was jemand hier alles hinkriegt. Hier Jacke des Abenteuers und Hose des Abenteuers und 1000 Erfahrungen. Kein Geld dafür, aber hey. So. Gehen wir mal dahin. Holen uns unsere Belohnung vom Merlin ab. Bleib stehen. Naja. Ist schon reingegangen. Ist schon zu spät. So ist der Merlin. Da ist Merlin. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Mal sehen. Das ist genau das, was ich brauche. Ich werde dir Bescheid geben, sobald mein Roboter fertig ist. Cool. Merlin könnte eigentlich mal aufsteigen, oder? Also Merlin steigt irgendwie gar nicht auf, obwohl wir eigentlich voll viel immer mit Merlin zu tun haben. So, jetzt schauen wir mal, was wir dann nur alles brauchen. Dass wir das alles schon mal vorbereiten können. Und morgen brauchen wir dann nur noch die Chips kaufen und dann machen wir morgen praktisch diesen Weg zum Moor fertig. Das hört sich doch nach einem Plan an. So, der Ack ist hier am Sprinten. Ach ja, dieses Vieh. So, was haben wir da wieder alles erhalten? Wuch! Riesige Karotte, ich sehe es. Kleine Karotte würde ich das jetzt nicht bezeichnen, so essen. Sammeln, schön wäre der Ark. Nee, essen ist das. Essen. So. Ein Teil haben wir damit schon mal. So. Dann brauche ich einmal dieses Teil hier. Da wird das aber gerade gemacht. So, und dann brauche ich noch dieses Teil hier. Dafür brauche ich dann noch die zwei Schaltpulte, ja. Und wir sollten irgendwo noch diese Stützwerke bauen, weil wir haben die schon mal gebaut. Ich erinnere mich. Hier, da brauche ich davon mal zwei. Okay, wir brauchen vier Holzsäulen. Das sollte ja kein Problem sein, außer uns geht jetzt das Pappelholz aus. Vier Holzsäulen. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Und noch zwei davon. So, dann hätten wir da schon mal alles erledigt, was man erledigen kann. Ist es nicht reif? Scheinbar nicht. So. Ach, ich brauche noch zwei Stahlrahmen. Das mit den Stahlrahmen ist immer schlimm. Ich sollte wirklich mal einfach so auf Vorrat so 100 herstellen. Und 40 kann ich herstellen. Was, ich glaube, es scheitert an den Carbonstäbern. Okay, dann stellen wir jetzt aber noch mit 10 her. Carbonstäbern gehen schon mächtig zurück. So, automatisch. Hier. Einmal so. Das wird dann alles wegsortiert schon mal. So, das tue ich mal daran. Das brauche ich auch für den Bau. Das können wir auch mal alles da lassen. So. Gut. Dann gehe ich wohin? Wo könnte ich hingehen? Das macht Sinn. Mine. Ich habe keinen Bock auf Mine. Boah, wir könnten ein bisschen fighten, aber ich habe auch keinen Bock auf Fighten, gerade weil ich dann wieder Champion Run Scheiße machen muss.
Okay, da ist schon mal nichts. Läuft hier noch? Boah, ich habe vergessen, dass ich ja noch so ein Alu-Ofen habe. So, das nochmal vollfüllen. Läuft. Ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht einfach hier rumsitzen und nichts machen. Oh Gott, Weizen ist fertig. Der arme Akt, der sammelt sich, glaube ich, gleich zu Tode. So. Das machen wir. Kann ein bisschen Pappelholz in der Wüste sein. Das ist doch eine Aufgabe, die man machen kann. Ich kann gerade halt auch nur warten. Ich habe jetzt heute nicht so mega das Ziel, so, boah, ich muss heute da und da hin, sondern. Okay, irgendwas ist da gerade gestorben. Ich könnte auch ein bisschen die Viecher töten, dann kriege ich wieder Schleim. Da bräuchte ich hier Pflanzenfasern. Warum stirbt der gerade dauernd irgendwas? Ach, Ursula tötet die ganzen Viecher und ich bekomme die Belohnung dafür. Kann man machen. So. Auch mal alles ein bisschen wegfällen. Und da kommt der andere, der Ryder heißt er, glaube ich. Ich finde der Ursula ihre Truppe so seltsam irgendwie. Also irgendwas stimmt doch da nicht. So. Achso, ich säge den Baum gar nicht. Aber ich muss jetzt in den Baum reinlaufen, um ihn abzusägen. Ich könnte wirklich so Kleinviecher töten, dass die, dass ich Schleim habe, weil ich brauche einen Dauernschleim. Oh Gott, der eine Heini kämpft da. Oh Gott. Ist das von Spiel so gewollt, dass der hier alles abschafft und wenn man dann dagegen ist, dann kriegt man halt die Belohnung dafür? Ich fällt einfach mal kurz den Baum hier. Okay. Creepy Situation. Ich meine, Pflanzen fassen haben wir auch schon wieder, nicht? Kann ich mir zwar von der Ziviltruppe bestellen, aber ob ich das will, ist halt die Frage. Boah, ich mach die alle One-Hit schon wieder. Nicht super. Nein, Ryder ist weitergegangen. Ryder greift mit mir die süßen Viecher hier an. Schade. Ob es noch ein stärkeres Schwert gibt, bestimmt, oder? Dass ich hier wirklich One-Hitten kann. So. Ich würde gerne diese Brücke hier vollenden, aber es geht ja nicht, leider. So, dann eine Asteria ist auch ganz cool. So. Und noch meine. Braucht man immer für diese niedlichen kleinen Asteria-Töpfe, dass der Django und der Olbert sich wohlfühlen. Ich habe übrigens nachgeschaut, wer die pinken Ledersofas mag. Und zwar die Petra mag die sehr gerne. Also zu 6 Punkten oder so. Aber ich finde es nicht so cool, dass wir irgendwie uns. Also irgendwann werden wir die Einrichtung abbauen und dann können wir das ja in Geschenke reintun. Kriegt Petra immer das ein oder andere Ledersofa. Aber. Und die gibt es in verschiedenen Farben, habe ich gelesen. Man kann die auch selber herstellen, und denke ich mir, wer möchte das? Ich finde die zu 1000 in dieser Mine. Warum sollte ich mir die dann selber herstellen? Ist ein bisschen unlogisch. So. Gut. Wie lange haben wir noch? 18 Sekunden. Gut, dann verabschiede ich mich ja an dieser Stelle schon. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es weitergeht, hier bei My Time Report. Ja, und wir keine Ahnung, was dann machen. Bis dahin. Tschüss.